So, Freunde, heute bin ich hier auf einem kurzen Urlaub an der Ostsee, auf Rügen, in Juliusruh, heute mal in einem Hotel. Ich bin ja im Strandhotel Aquamaris und ich habe extra eine kleine Ferienwohnung hier im Oberstock, weil hier kann man nämlich von oben vom Balkon aus bei jedem Wetter schön direkt auf die Ostsee blicken. Das ist natürlich total klasse. Zumal wir die letzten Tage hier wirklich schlechtes Wetter hatten. Es war Orkanböen, Regen, Sturm. Es war jetzt kein schönes Wetter zum Filmen. Ich habe hier ein paar Sachen, die ich euch zeigen wollte. Aber heute ist es zwar noch sehr windig, aber es kommt ein bisschen die Sonne raus. Ich kann ein bisschen filmen. Das Schöne jetzt hier im Winter, ich bin jetzt gerade heute das 1. Februar. Das Schöne ist, dass hier total ruhig und leer ist, wie man sieht. Es sind kaum Menschen unterwegs. Das mag ich, wenn es hier im Sommer so brechend voll ist an der Ostsee. Das ist auch nicht meins. Jetzt werde ich mal die Zeit kurz nutzen. Ich möchte euch ein paar Dinge vorstellen, und zwar meine Kameraausrüstung, die ich so auf meinen Outdoor-Touren dabei habe. Im allgemeinen Großen ist es eigentlich hier meine Action-Kameras. Die Insta 365 One R, die habe ich hier dran, ne? Und die One RS, mit der filme ich gerade. Schaut mal, ist das nicht ein herrlicher Blick hier? Es sind nur wirklich ein paar Meter vom Hotelzimmer bis an den Strand. Ist doch traumhaft. Auf der rechten Seite ist der Königstuhl mit den Kreidefelsen. Da wollen wir heute eigentlich noch eine Wanderung hin unternehmen. Und auf der linken Seite ist Kap Arkona. Gehe ich hier gerade ein bisschen an der Strandpromenade entlang. Ich wollte euch zeigen, ich habe meine Insta One R hier an so einer Halterung. Die kann man anklipsen an den Rucksack. Kann ich euch gleich zeigen. Hier rüber ist eine kleine Schutzhülle. Zack. Dann kann ich die Kamera einschalten. Und starten. Das ist meine neueste Errungenschaft. So ein bisschen zum Laufen. Das stört nicht, hat man die Hände frei. Ich habe sie schon mal auf meiner letzten Winterübernachtungstour kurz ausprobiert. Könnt ihr in das Video mal reingucken. Aber da gab es Probleme mit der Stabilisierung. Es war sehr verwackelt, sehr schräg. Ich probiere es heute nochmal aus. Ich habe jetzt runtergestellt von 4K auf Full HD. Ich weiß nicht, ob jetzt die Stabilisierung besser funktioniert, aber das werdet ihr gleich sehen. Das blende ich euch jetzt gleich ein. Das ist mein Versuch hier heute. Ich hoffe, dass es jetzt besser funktioniert. Schaut mal, das sieht doch gut aus, oder? Da kann man es doch aushalten. Natürlich jeden Abend mit einem kleinen Saunabesuch. Bei den Temperaturen und bei dem Wind ist er dann total klasse. Das nächste, was ich für total sinnvoll halte, ist dieser Teleskop-Standfuß. Das ist ein schönes in die Hand zu nehmen, um zu filmen. Hat einen kleinen Standfuß und man kann ihn ausziehen bis auf 1,20 Meter, um schöne Aufnahmen zu machen.
Aber ich finde es sehr gut. Ich stelle die mal hier hin, gerade mit diesem 360-Grad-Modul. Wenn man das hier so hinstellt, zeige ich euch mal. Ich glaube, da kann man ziemlich gute Bilder und Aufnahmen mitmachen alleine, ohne dass man einen Kameramann braucht. Mit diesem 360-Grad-Modul und dem Standfuß. Bei Wanderungen ist es total klasse. Habt ihr schon öfter gesehen in meinem Film. Ist total schnell, zack, und schon haben wir wieder zwei Handaufnahmen zu machen für unterwegs. So, jetzt mal mit meinem Teleskop, wenn ich das ausziehe, kann man so schöne von weiten Perspektiven machen. Oh, das ist doch herrlich, oder? Ist das ein Blick? Ist das herrlich hier? Ich weiß nicht, ob man auf dem Mikrofon das, die Wellen etwas hört. Das Rauschen von den Wellen. Oder den Wind in den Bäumen hinter mir. Hier gibt es noch eine interessante Möglichkeit mit diesem Standstativ. Kamera startet, ja. Eine interessante Möglichkeit mit diesem Standstativ. So, ich drehe das mal so hin hier. Ein bisschen eingestellt. So, und wenn ich mich jetzt außerhalb dieses 360 Grad Blickwinkels um das Stativ rum bewege, mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit einigermaßen, dann kann ich da eine 360-Grad-Aufnahme machen und bin auf diese Aufnahme nicht zu sehen, was ich auch sehr interessant finde. Jetzt ganz neu so ein Verlängerungsteleskoprohr gekauft, ist 3 Meter lang, ist aus Carbon, ist total leicht. Das will ich heute mal ausprobieren. Ich will euch das zeigen. Ich hoffe, dass das klappt. Probieren wir gleich mal aus. Ich baue mal die Kamera um. So, mit diesem Teleskoprohr hier sollte es jedenfalls eigentlich möglich sein, auf einer Entfernung von 3 Metern bis zu 3 Metern ausziehbar Aufnahmen zu machen. Wie aus einer Drohne, mit einer Drohnenperspektive, hier an einem Ort, wo das Drohnenfliegen nicht erlaubt ist, ist das natürlich total spannend. Wie gesagt, probiere ich es auch das erste Mal aus hier. Wir werden gleich mal sehen, was dabei rauskommt. Oh, ich hoffe,
Man kann das Meer ein bisschen rauschen hören. Und wieder zusammengesteckt. Bevor ich die Aufnahme beenden kann. Der Vulkan am Ostseestrand. Eine Sache habe ich hier noch. Ich habe so ein Unterwassergehäuse. Die Insta 360 ist zwar eigentlich spritzwassergeschützt und kann noch so leichtes Eintauchen im Wasser ab. Aber für Unterwasseraufnahmen ist es natürlich besser. Ich werde sie mal kurz umbauen. Ist genauso einfach wie bei den anderen. Aber ich muss jetzt mein Mikrofon abbauen. So, ich musste noch mal den Akku wechseln. Das hat aber folgenden Hintergrund, dass bei der One RS, dort gibt es einen größeren Akku zu.
Und der größere Akku, der passt nicht in dieses Unterwassergehäuse von der Höhe her. So, ist eigentlich auch schon fast alles. Jetzt noch mal wieder abschrauben hier. Schon ist die Kamera bereit für Unterwasseraufnahmen. Probieren wir gleich mal aus. Eine schöne Stelle.
So, jetzt wieder auf dem Rückweg. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich euch hier so vorgestellt habe. Ich bin mal gespannt, wie es mit der Stabilisierung hinhaut von der Kamera hier an meinem Rucksack, dass einigermaßen geht. Wir werden bei dem Wetter heute noch einen kleinen Ausflug machen zum Königstuhl. Wenn es klappt, werde ich da noch ein paar Bilder machen. Die kann ich euch noch mit reinschneiden. Dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Tschüss.